möchte mich erstmal bei allen bedanken, die heute zahlreich hier erschienen sind. Das Saal ist voll. Das heißt, das Interesse am Edertal-Zentrum ist groß. Und wir haben viele Gäste hier heute, die ich gerne auch namentlich begrüßen möchte. Und ich fange dann mal an bei unserem Herrn Minister Ingmar Jung, Minister für Landwirtschaft, Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat, der sich heute die Zeit genommen hat, hierher zu kommen. Aus Wiesbaden herzlichen Dank, dass Sie da sind. Vielleicht stehen Sie mal auf, dass die hier herrschen. Dann haben wir hier einen Gast aus Chile, den Herrn Generalkonsul Cristobal Ortiz. Ja, habe ich hoffentlich nicht, also aus Chile irgendwie dann auch. Dann den Landrat. Herzlich willkommen, Herr Jürgen von Dorn. Dann unseren Bürgermeister Dirk Juncker. Den möchte ich gerne hier vorne auch nochmal gratulieren zu seiner Wiederwahl. Die war jetzt vor ein paar Wochen. Herzlichen Glückwunsch. Unsere Stadtverordnetenvorsitzende Gudrun Schöning, sind Sie da? Die Landtagsabgeordnete des Hessischen Landtags. Einmal haben wir da die Vizepräsidentin des Hessischen Landtags, die Frau Dr. Daniela Sommer. Frau Ravensburg. Dann unser Ortsvorsteher, der Werner Keller. Jetzt eigentlich hier vorne sitzen soll. Hallo Werner, schön, dass du da bist. Der Pfarrer, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ist er da? Ja. Den soll ich entschuldigen. Ah, er ist noch in Unterricht. Er ist schon da. Unser Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Dodenau-Rettighausen, den Herrn Stefan Geil. Dann unsere Mandatsträger der Stadt Hatzfeld, die führe ich nicht alle einzeln auf, aber darunter sind natürlich die Stadtverordneten, der Magistrat und der Ortsbeirat hier aus Rettighausen. Herzlich willkommen. Dann vom Landkreis den Herrn Dr. Jürgen Römer und die Frau Theresia Schneider. Dann habe ich hier noch unseren Architekt, der mit uns viel erlebt hat, hier die paar Jahre hier oben, unser der Herr Thielemann. Vom Architekt Zuhebüro Bauplan aus Frankenberg. Dann die Frau Dr. Stefanie Koch aus dem Planungsbüro Biolein, die sozusagen Frau der ersten Stunde ist, mit der habe ich mir viele Nächte, also Arbeitsmäßig. Dann von unserer Sparkasse der Vorstand, der Herr Gläser und der Herr Bello. Sowie unser betreuter Sachbearbeiter, der Herr Andreas Hoffmann. Entschuldigung. Dann haben wir eingeladen unsere Geschäftspartner und die beteiligten Unternehmen an diesem Projekt, die auch da sind. Herzlich willkommen. Die Vertreter der örtlichen Firmen und Vereine, auch da sind viele. Von da herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Natürlich die Bürgerinnen und Bürger, die natürlich Interesse daran haben, wie das hier oben so aussieht im Edertal-Zentrum aus Rettighausen. Und viele Freunde und Bekannte von uns sind heute da. Herzlichen Dank und wir freuen uns, wenn wir uns einen schönen Tag hier bereiten mit euch. Dann ganz, ganz toll bedanke ich mich, dass die Presse gekommen ist. Da ist jemand, der filmt, das sehen Sie, das ist der Olaf Budig vom Eder Dampfradio. Herzlichen Dank fürs Kommen. Und unsere örtliche Presse von der HNA, der Herr Jörg Paulus, Leiter der HNA in Frankenberg. Last but not least möchte ich mich natürlich auch bedanken bei den Mitarbeitern der Firma Xeos, die also heute hier oben auch ein bisschen bedienen und die auch da sind. Herzlichen Dank und an das Serviceteam vom Gasthaus Reitz und den Felix und Bernd Reitz, der uns nachher auch mit einem kleinen Imbiss verwöhnt. Danke euch. So, jetzt starten wir mit den Redebeiträgen. Und da würde ich bitten.
ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Erstmal guten Tag, buenos dias oder ganz einfach, wie es in Chile üblich ist, hola. Eine Person möchte ich noch gerne persönlich begrüßen. Das ist der Herr Ross Specht, der mich in der Familie Specht wie ein Sohn aufgenommen hat. Heute stehe ich hier mit einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit und Verbundenheit und erinnere ich mich an das Erbe meiner Vorfahren, die aus Deutschland nach Chile auswanderte. Sie gingen auf eine Reise voller Träume und Herausforderungen. Ein Abenteuer, das Zeugnis von ihrem Mut, ihrer Disziplin und ihrer Ausdauer war. Ich möchte mit meinen Worten beginnen, indem ich an das Jahr 2017 erinnere, als ich zusammen mit Alexandra in dieser Stadt, woher Dorf, kam. Wie die Vorfahren von Alexandra und meinen eigenen, entschieden auch wir uns auszuwandern, neue Herausforderungen anzunehmen und den großen Ozean zu überqueren. Diesmal zurück zu den Wurzeln. Unsere Urgroßeltern wandten sich mit Äxten, Spitzhacken und Ochsen einen Weg, wo es keinen gab. Sie litten unter Hunger und Kälte, mit dem festen Ziel, ihren Nachkommen eine Zukunft zu ermöglichen. In ihren Herzen war die Liebe zu ihrem deutschen Vaterland tief verankert, ebenso wie der Respekt und die Liebe zu dessen Traditionen, aber auch zu dem Land, das sie aufnahm, Chile. Zu Ehren all dieser Vorfahren haben wir in diesem Kulturraum ein Wandbild aufgehängt, das einen Teil der Geschichte zeigt, die unsere Vorfahren in Chile prägten. Und das reichhaltige Erbe deutscher Traditionen, die uns hinterließen. Das, was hier zur Seite steht. So kamen wir als Fremde in das Land unserer Großeltern. Mit Respekt und harter Arbeit begannen wir unseren Weg hier in Redichhausen. Wir hatten das unendliche Glück, großartige Menschen zu treffen, die uns Freude schenken und uns ihre Hilfe anboten. Besonders möchte ich die Familie Specht erwähnen, die uns wie Familienmitglied aufnahm und uns half, uns hier zu Hause zu fühlen. Dafür sind wir immer dankbar und bewahren diese Erinnerung mit Freude in unserem Herzen. Mit der Zeit fanden diese unbekannten Chilenen ihren Weg. Die Familie wuchs, Jorge wurde geboren, dann kam Nicolas. Die Geschichte begann von Neuem und sie wurden die neue Generation Null. Die neuen Deutschen, die eines Tages nach Chile auswandern, und die Geschichte ihre Urgroßeltern oder Ur-Urgroßeltern wiederholen würden, die im Jahr 1900 zum ersten Mal in dasselbe südliche Land auswandert. Unsere Bemühungen trugen Früchte, so wie die von unseren Vorfahren. Wir fanden Freunde, großartige Freunde. Viele von ihnen sind jetzt hier, um diesen besonderen Moment mit uns zu feiern. An alle sende ich eine herzliche Umarmung und vielen Dank. Wir gewannen auch Geschäftspartner, die uns vertrauten. Besonders danke ich in diesem Zusammenhang der Sparkasse Wattenberg. Besonders durch den Vorstand Herr Gerd Gläser und Herr Harald Velo, die uns die Türen weiter öffnete und an uns glaubte. Sie war ein wesentlicher Pfeiler für unser Erfolg und die Verwicklung unseres Erdetanzes. Wir wurden Mitglieder einer Gemeinschaft. Unsere Nachbarn nahmen uns auf, und wir hörten auf, die Chilene zu sein. Ja, nicht immer, aber wir waren und sind Alexandra und Francisco. Wir standen vor der gefürchteten deutschen Bürokratie und ihr endlose Listen von Regeln. Zu unserer großen Überraschung bewegten wir einem freundlichen, seriösen und professionellen System, das bereit war, uns zu unterstützen. Wir danken unserem Bürgermeister Juncker und seinem Team, dem Landkreis, heute hier vertreten durch den Landrat Herr van den Horsen, Herr Dr. Römer und Frau Theresia Schneider und alle Beamten, die uns immer mit einem Lächeln und einer großartigen Einstellung zur Seite standen. Vor allem aber danke ich meiner Familie, zuerst Eltern, meinen Onkel und alle Familienmitglieder, die mir das Vertrauen schenken, diese Herausforderung zu meistern. Vielen Dank an euch alle. Besonders danke ich meiner Frau Alexandra. Sie war meine Gefährtin bei all diesen Abenteuern. Immer an meiner Seite hat sie mich bedingungslos unterstützt.
Sie hat mich in Momenten der Schwäche gestärkt und alle die Jahre harte Arbeit mit wenig Zeit füreinander ertragen. Sie hat sich geopfert, um unsere Kinder großzuziehen und unsere Familie zusammenzuhalten. Danke, Alexandra, dass du an meiner Seite bist und diesen Weg mit mir gehst. Zu unserem Edeltalzentrum. Vor Jahren erreichte uns ein Ruf auf unsere Stadt Hatzfeld. Unser Bürgermeister, Herr Dick Juncker, bat uns um Unterstützung und bot uns eine Zusammenarbeit an. Wir machten uns an die Arbeit und entwickelten zusammen mit einigen Nachbarn eine Idee. Wir stellten dieses Projekt, dieses ehrzeigige Projekt, genannt Edeltalzentrum, der Gemeinschaft vor. Damals bat ich um ihre Unterstützung und sie alle mit großer Beteiligung und Motivation unterstützen unsere verrückte Idee. Von diesem Moment an wüsste ich, dass ich ihnen alles etwas schulde und ich versprach, dass dieses Projekt abgeschlossen wird. Mit der Hilfe vieler Nachbarn und Menschen außerhalb dieser Gemeinschaft, die auch freiwillig intensiv für diese Initiative engagieren, könnten wir die Reise beginnen. Die Überfahrt war nicht ruhig, sondern eher stürmisch. Eine Pandemie und ein Krieg trafen uns mit voller Wucht. Die Wirtschaft wurde schwieriger, die Baukosten steigen und es gab keine verfügbaren Arbeitskräfte. Das Schiff drohte zu kentern. Mehrmals standen wir am Rande des Scheiterns, doch jetzt ist es geschafft. Einen großen Anteil daran haben die Mitarbeiter des Landkreises Waldeck-Frankenberg, IKEG und Vivank, die an das Projekt glaubten und alle notwendigen Unterstützung und genügend Zeit gaben, bis unsere Reise durch ruhige Wasser ins Ziel ging. Auch danke ich an meine Familie, die trotz der verdoppelten Kosten die Finanzierung aufrechterhielt, um das Projekt zu beenden. Schließlich kam die Ruhe und unsere Auftragnehmer machten sich an die Arbeit. Ich danke alle Unternehmen, die hier gearbeitet haben, um dies möglich zu machen. Unser Edeltalzentrum steht nur von Ihnen fertig. Jetzt ist Ihre Aufgabe, es mit Leben zu füllen und es in Gang zu bringen. Es ist unmöglich, alle denen zu danken, denen Dank gebührt. Deshalb habe ich beschlossen, nicht alle namentlich zu erwähnen, die geholfen haben, dies wirklich Wirklichkeit werden zu lassen. Denn die Liste ist riesig. Aber jetzt von Ihnen weiß ich, was in seinem Herzen, was hier beigetragen hat, und ich danke Ihnen, ohne Sie wären hier heute nicht hier. Einige Ausnahmen kann ich jedoch nicht unerwähnt lassen. Meine Kollegen, die bei der Herausforderung gefolgt und mich unterstützt haben. Bodo Specht, meinem Freund und Mitstreiter in tausenden Schlachten, der weiß, dass dieses Projekt genauso ihm gehört wie mir. Er hat mir die Liebe zu dieser Stadt beigebracht. Der Pablo Ormazábal Manríquez, mein Cousin, der sich an meine verrückten Ideen klammerte und sie zum Leben erweckte. Evgeny Matuschin, einem Freund, der mir das Leben schenkte, der meine Idee ordnete und sie umsetzte. Klaus Thielemann, unserem Architekten, der diese Herausforderung annahm und umsetzte. Dirk Juncker, einem Bürgermeister mit einem großen Herzen und mehr Energie als 100 Traktoren zusammen. Und schließlich Herr Dr. Römer, der hierher kam, um diesem verrückten Chilenen zuzuhören und verstand, dass wir nur unserer Gemeinschaft helfen wollen. Ich schließe meine Rede mit den Worten und dem Schwur von Karl Anwander in Valdivia, Chile, im Namen der neuen angekommenen deutschen Siedler. Diese Worte begleiten mich seit meiner Kindheit. Sie sind ein Leitfaden eines Großteils meines Lebens. Darauf wachsen meine Werte, die Liebe und der Respekt für meine Familie, sowie für das deutsche und chilenische Vaterland, die mir so viel gegeben haben. Wir werden ebenso ehrliche und arbeitsame Chilene sein, wie nur der Westen von Ihnen es zu sein vermag. In die Reihe unserer neuen Landsleute eingetreten, werden wir unser Adoptivvaterland gegen jeden fremden Angriff mit der Entschlossenheit und Kraftkraft des Mannes zu verteidigen wissen, der sein Vaterland, seine Familie und seine Interessen verteidigt. Das Adoptivvaterland, welches uns als seine Kinder aufnimmt, wird nicht bereuen und niemals Gründe dafür haben, an unserem aufgeklärten, menschlichen und großzügigen Verhalten zu zweifeln. Vielen Dank.
Generalkonsul, Herr Bürgermeister, Landrat, der Ortsvorsteher, meine sehr verehrten Damen Abgeordnete, Frau Vizepräsidentin Dr. Sommer, liebe Claudia Ravensburg, meine Damen und Herren. Also es war ein beeindruckender Auftritt, den Sie eben hatten. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, so viel Vaterlandsliebe von welchen, die in Hessen geboren sind, wünschte ich mir manchmal, wie Sie sie eben gerade als würden Ihrem Adoptivvaterland geschildert haben. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Und ja, ich bedanke mich, dass wir heute Morgen hier sein können. Ich muss allerdings sagen, wenn ich auf die Tagesordnung schaue, fürchte ich, dass der interessante Tagesordnungspunkt 4, Übergabe von Geschenken, knapp wird mit meinem Zeitplan. Aber das werden Sie auch ohne uns noch mit Sicherheit schaffen. Ich muss sagen, wir sind natürlich ein Stück weit unterwegs, auch heute den ganzen Tag bisschen, um mal zu schauen, wo die Projekte denn sind, von denen wir sonst nur die Förderbescheide kennen bei uns im Haus. Natürlich viele andere sich das auch persönlich vorher angeschaut haben. Und mir wurde überall geschildert, das hier ist ein absolutes Vorzeigeprojekt. Das musst du dir anschauen. Meistens sind wir ja bei den Projekten, die rein in kommunaler Hand sind. Aber und gerade im Bereich von den Dorfentwicklungsprogrammen gibt es viele, viele private Initiativen, auch die wir mit unterstützen, wenn sie denn einen Sinn haben für das, was wir erreichen wollen, nämlich eine Belebung des ländlichen Raums, eine Belebung des Ortslebens, eine Belebung der Ortsgemeinschaft. Und wenn man sieht, wer alles da ist heute Morgen, wie voll es hier auch ist, dann ist das offenbar alles erreicht hier. Und ich finde, dass die Idee, was hier entstehen soll, wir sehen es ja gleich noch, aber so eine Mischung aus allem irgendwie ein bisschen. Ne? Also die Möglichkeit für Vereine hier zu tagen, Vereinsraum zur Verfügung zu stellen, Coworking Spaces für die, die modern arbeiten wollen. Dann soll noch ein Dorfladen entstehen, wenn ich das richtig sehe, mit besonders regionalen Produkten. Das ist etwas, worauf unser Ministerium sehr großen Wert darauf überlegt. Die Definition dessen, was wirklich regional ist, ist etwas schwierig, glaube ich, aber das werden Sie hier sicher auch noch wunderbar hinkriegen. Und Sie schaffen hier einfach die Gelegenheit, das Attraktive hier zu wohnen, sich hier aufzuhalten, hier auch zu arbeiten. Und das ist eben der Grund, warum wir solche Projekte auch besonders gerne unterstützen. Auch weil es uns natürlich ein Anliegen ist, den sogenannten ländlichen Raum attraktiver zu machen. Daran haben übrigens alle Interesse, auch die Städte, die in den letzten Jahren einem sehr starken Siedlungsdruck ausgesetzt waren. Und wir müssen es eben attraktiv machen, die Infrastruktur zu stärken, die Anbindung zu stärken, die Mobilität zu stärken im ländlichen Raum, damit es eben attraktiv ist, dort zu wohnen. Ich habe eben am anderen Termin schon mal gesagt, manchmal hat die Politik manchmal ein bisschen zu sehr mit Großstadtblick versehen. Und deswegen ist wichtig, dass es solche Projekte gibt. Deswegen ist auch wichtig, dass es diese Förderprogramme gibt. Und wir dürfen eben auch nicht vergessen, dass manchmal sehr grundsätzliche Dinge sind, die man bereitstellen muss. Wenn wir immer über die Mobilität und das Deutschlandticket, jetzt gerade in diesen Tagen, das ist ja das Deutschlandticket, das ist ein Thema, das bewegt ja gerade die Frage, wann der Bundestag aufgelöst wird, wie Sie vielleicht mitbekommen haben. Und ich halte das für richtig und für wichtig, dass wir es nicht falsch verstehen. Aber das Deutschlandticket sorgt am Ende natürlich dafür, dass die Mobilität schon haben und angebunden sind, das noch ein bisschen günstiger bekommen. Und vielleicht müssen wir manchmal auch ein bisschen klarer daran denken, wie wir es denn schaffen, dass die Mobilität vor Ort nicht haben, sie erstmal bekommen, wie die Infrastruktur stärken und dann wieder darüber reden, wie es günstiger gemacht werden kann. Das zeigt so ein bisschen diesen Großstadtblick, den man da manchmal hat. Und deswegen genau kommen wir gerne zu solchen Terminen und schauen uns das hier an. Ich habe auch gerade selbst festgestellt, also Kleinigkeiten wie digitale Versorgung ist ja auch ein Thema. Ich höre immer, die Leute ziehen ja jetzt alle in den ländlichen Raum, weil jetzt kann jetzt jeder Homeoffice machen, aber man sollte halt dann auch irgendwie Empfang haben. Und ich habe es gerade eben selbst erlebt, ich arbeite vollständig digital. Ich wollte eben gerade hier in meine Unterlagen gucken, die Antwort, die ich bekommen habe, die Datei kann nicht geöffnet werden, überprüfen Sie Ihre Internetverbindung. Ja, jetzt geht es allerdings ehrlicherweise gerade, jetzt aber zu spät. Und also das sind die Dinge, glaube ich, so ganz grundsätzliche Dinge, die manchmal politisch auch zu sehr in den Hintergrund geraten. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass es solche Projekte gibt, die eben dafür schaffen, dass attraktiv bleibt, attraktiv noch attraktiver wird,
auch hier zu sein, hier zu arbeiten, hier zu wohnen, hier eine Heimat zu finden oder ein Zuhause zu finden. Und deswegen sind solche Projekte besonders förderungswürdig. Ich sage einfach im Namen der Landesregierung ganz herzlichen Dank an Sie und an alle, die Sie unterstützt haben, an alle Ihre Mitstreiter, von denen Sie eben gesprochen haben. Nach allem, was ich bisher sehen konnte, ist das Geld hier sehr gut angelegt. Ein schönes Projekt. Herzlichen Dank für das Engagement und viel Erfolg. Sehr verehrte Ehrengäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf herzlich gratulieren zu einem tollen Projekt. Ich bin wirklich beeindruckt, genauso wie der Minister. Hier hat sich vieles gut gefügt. Das zivilgesellschaftliche Engagement ist außergewöhnlich. Zu sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Sie haben es ja schön beschrieben. Da kommt jemand als Neubürger und hat das Gefühl, auch was zurückgeben zu wollen und geht mit einer sehr verrückten Idee an den Start. Ja, und dann hat es aber geschafft, viele Mitstreiter zu finden, die ihm auf diesem Weg der Realisierung dieser verrückten Idee wirklich auch gut zu helfen. Vielen Dank erst einmal für dieses außergewöhnliche zivilgesellschaftliche Engagement. Das ist nicht selbstverständlich, das ist toll und das ist natürlich vor allem der Schlüssel für dieses Projekt. Ich darf Redlichhausen beglückwünschen zu einem wichtigen Projekt. Wir denken ja immer wieder darüber nach, wie es gelingen mag, genau das zu erreichen, was der Minister eben adressiert hat. Wie schaffen wir es, dass das Leben im ländlichen Raum nach wie vor noch attraktiv ist? Und dazu brauchen wir tatsächlich Infrastruktur. Wir brauchen Angebote, die es den Menschen ermöglichen, nicht nur hier zu wohnen, sondern hier auch zu leben. Und das ist, glaube ich, der wichtige Unterschied. Dazu spielt eben die Frage, wo kann man auch mal schnell einen Einkauf erledigen? Das ist nicht so ganz trivial, wenn es gelingt, da Angebote vor Ort zu haben, Angebote, sich zu treffen, sich zu begegnen und zum Austausch zu kommen, dann ist es eben auch ein wichtiges Thema. Damit hat die Stadt Hatzfeld gewonnen, die darauf angewiesen ist, dass wir immer wieder gute Ideen und Projekte auf den Weg bringen. Und Sie haben ja einen erfolgreichen Bürgermeister, der genauso irre ist, wenn es darum geht, kreativ zu werden und solche Ideen auch zu bewegen. Kompliment auch dafür. Und wenn ich jetzt mal die Reihe weiter durchgehe, sind noch weitere wichtige Momente spürbar, die gut funktioniert haben. Zunächst einmal die gute Unterstützung aus Ihrem Hause, einschließlich auch der WI Bank, die sich aus solchen Projekten öffnet. Dann kommen wir irgendwie aus dem Norden mit so einer komischen Idee und müssen überzeugen. Dann haben wir aber keine Widerstände erfahren, sondern immer die Bereitschaft mitzudenken und das positiv zu begleiten. Die Bereitschaft des Landes Hessen, immer auch wieder das Thema Dorferneuerung zu platzieren. Sie haben es eben sehr schön auf den Punkt gebracht. Wir diskutieren über das Deutschland-Ticket. Das ist ein Förderprogramm für die Ballungsräume, nicht für uns. Das muss man ehrlicherweise sagen. Für uns ist aber das Thema Dorferneuerung ein wichtiges Korrektiv. Und da will ich jetzt den Spannungsbogen ein bisschen weiterziehen. Also wir haben im hohen Maß als Landkreis von dem Programm profitiert. Viele Fördermittel sind über den Proporz nach Wallich-Blankenberg gekommen. Das hat damit was zu tun, dass wir die Bedarfe haben, dass wir auch kluge Köpfe haben, kluge Bürgermeister. Und jetzt schaue ich mal Richtung derjenigen, die das irgendwie übersetzen mussten. Frau Dr. Koch ist eben schon mal benannt worden und der Fachdienst Dorferneuerung und Regionalentwicklung, Herr Dr. Römer, auch entsprechend. Tatsächlich sind dort Nachtstunden vermutlich investiert worden. Aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben die Herausforderung, dass wir Förderrichtlinien irgendwie haben und dann haben wir eine irre Idee. Wie zum Henker bringen wir das übereinander? Dass das immer wieder gelingt, hat mit hoher Fachkompetenz zu tun. Frau Dr. Koch und Herr Dr. Römer und auch an die Kollegen des Fachdienstes mein herzliches Dankeschön dafür. Das ist auch ein wichtiger Schlüssel, dass das so erfolgreich gelingen kann. Erstmal Ola, Herr Minister, Herr Generalkonsul, liebe Gäste und natürlich hier Francisco und Familie. Ja, er sagt, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Er sagt, Digitalisierung ist aber in der Tat ein anderes Thema hier auf dem Land. Wir wollen über ein ganz besonderes Projekt reden. Wir haben es ja eben schon gehört. Und das ist natürlich hier mit dem Edertal-Zentrum ein Fall. So wie ich das gehört habe, soll es ja auch das größte private geförderte Projekt in ganz Hessen sein. Und das Ergebnis sehen wir natürlich heute hier bei der Einweihung und auch der Übergabe. Ja, das war ein langer Weg und so war es auch mit einem kleinen Schritt am Anfang. Der Francisco hat es eben schon gesagt, wir hatten eine Alternative.
gesucht für dieses Haus. Eine ehemalige Fachklinik hatten wir schon in Eifer, die ein Schandfleck im Ort war. Das Gebäude hier war damals noch in Nutzung und wir wollten natürlich vermeiden, dass es so endet wie in Eifer und haben uns also stark darum bemüht, eine alternative Nachnutzung zu bekommen. Und so bekam ich dann eines Tages einen Anruf von unserem Confrancier: Bodo, hast du mal Zeit? Der neue Eigentümer von Xios hätte eine Idee und ein Interesse, über die wir mal sprechen müssen. Und dann, klar, immer, lass uns treffen. Und da hatten wir uns auch kennengelernt mit den Vorstellungen, die wir eben alle gehört haben. Und wenn man dann so deutsch geprägt ist, wird man dann erstmal skeptisch. Und sagt, hier jemand, der sich mit so einem großen Engagement als Fremder irgendwo einbringen will, ist das wirklich so oder hat er da was anderes im Hinterkopf? Aber das war eigentlich nach dem ersten Gespräch echt klar, das kam alles von Herzen. Wir hatten noch einige Gespräche danach und so kamen wir dann von den ersten Ideen dann zu dem Planungsschritt. Und den Planungsschritt hat ja Bode eben so schön angesprochen. Wie gesagt, wir hatten uns dann an einem Montag im Dezember hier getroffen, Etagen tiefer, wo wir nachher noch hingehen. Das Ministerium, die WI-Bank, der Landkreis, wie gesagt, Teil meiner Verwaltung, wie gesagt, natürlich auch Francisco und Bode, und wir haben uns darüber unterhalten, wie können wir das umsetzen. Natürlich nicht einfach, jemanden zu finden, der auch bereit ist, das zu betreiben. Kultur- und Vereinsräume, die wir hier haben, unser Coworking Spaces, Mietwohnungen im Zusammenhang, das kann man auch sehr gut miteinander kombinieren. Und Absicht ist es auch, eine Verwaltungsaußenstelle hier einzurichten. Damit erreichen wir nicht nur einen echten Mehrwert für die Rettighäuserinnen und Rettighäuser, sondern auch für die enge Region hier im Umkreis. Und das haben wir alles auch nur dem ganz großen sozialen Verständnis der Familien Manriquez und Bücordoy zu verdanken, die neben dem Edertal-Zentrum sich auch über den Ofen herstellt. Xios, wir haben es eben ja schon angerissen gehört, übrigens auch dürfte er den blauen Engel tragen für einen Twinfeuerofen und sich auch mit anderen Projekten in der Region einbringen. Und mit diesem ungewöhnlichen, das muss man wirklich sagen, sozialen, auch wirtschaftlichen Beitrag fördert ihr natürlich auch unsere regionale Wirtschaft, die Attraktivität des Ortes, sichert Arbeitsplätze und schafft auch welche. Als letzter Redner kann ich natürlich mein Konzept jetzt gerade über den Haufen schmeißen, das meiste ist gesagt. Begrüßung deswegen von mir auch nur ganz allgemein, sehr verehrte Damen und Herren. Alle wichtigen Personen sind im Detail schon begrüßt worden. Ja, aus Sicht des Architekten sieht sowas immer ein bisschen anders aus als aus der Sicht der Politik oder des Bauherrn. Was haben wir hier gemacht? Wie jedes Bauvorhaben hat auch dieses Projekt einen offiziellen Namen. Nutzungsänderung heilpädagogische Einrichtung zum Edertalzentrum, Begegnungs- und Kulturzentrum mit Restaurant, Laden, Büro und Wohnnutzung. So heißt diese Baumaßnahme. Ergänzend muss ich dazu sagen, der Bauantrag, die Unterlage erstellt und eingereicht, wurden nicht durch unser Büro, sondern durch Kollegen aus Donau, das Büro Hesselbach und Müller. Und da ganz kurz zwei, drei Daten. Der Bauantrag wurde eingereicht am 7.7.2020 und wurde genehmigt am 18.9.2020. Eine extrem kurze Genehmigungszeit, wobei ich vermute, das liegt daran, dass der zuständige Sachbearbeiter ein ehemaliger Mitarbeiter unseres Büros war. Ja. Gut, dann, wie gesagt, 18.09.2020 Genehmigung erteilt. Der Baubeginn erfolgte dann aber erst gut ein Jahr später, am 9.08.2021. Das lag zum Großteil daran, dass zu dieser Zeit, wir haben Ausschreibungen laufen lassen, wir haben viele Absagen erhalten, wir haben wenig Angebote bekommen, wir hatten Aufträge schon nahezu verteilt, die Firmen sind wieder abgesprungen, weil sie doch vor der Komplexität der Aufgabe hier auch etwas Manschetten hatten. Es war kein ganz einfacher Start. Und dann kamen die Punkte, die vorhin schon angesprochen waren, mit Corona, Ukraine-Krieg, Aufnahmen von Flüchtlingen. In dieser Phase hatten wir zwischenzeitlich nahezu ein ganzes Jahr Baustillstand.
Zeit lief davon, hat dann Mariko schon gesagt. Und dann war in der Phase natürlich auch die Riesenexplosion der Baukosten. Die letzten anderthalb Jahre hatte sich wieder etwas relativiert, aber zwischenzeitlich schossen wir schon ein bisschen übers Ziel hinaus. Irgendwann überlegt sich dann der Bauherr diesen Termin für heute, der ursprünglich für den 8. Oktober angedacht war. Den hätten wir wahrscheinlich nicht so vernünftig darstellen können wie heute. Ich will die Euphorie ein bisschen bremsen. Wir sind nicht fertig. Wir haben einen Stand erreicht, ich sage mal 90-95%. Übergabe, dann wünsche ich Ihnen alles, alles Gute, viele erfolgreiche Stunden. Ohne die Hilfe von euch allen werden wir das hier nicht. So, Herr Juncker, der viel Energie hat, das habe ich so gesagt, du kennst mich, ich schreibe von Herzen. Du hast viel getan hier und hast viel bewegt und komm mal sehen, dass ein kleiner Ort wie unsere Stadt drei große Projekte hat. Also Glückwunsch und vielen Dank. Danke. So, dann habe ich was Wichtiges hier für eine wichtige Person. Frau Koch, Sie haben uns viel unterstützt, ehrenamtlich unterstützt und wie Sie gesagt haben, auch viele Stunden gearbeitet. War ein paar Nächte weg. Ich bedanke mich ganz herzlich. So, dann haben wir unser Architekt, die auch mich vielleicht vermissen werden dann noch dieses Projekt. Ich bleibe noch. Ja, ich meine, dass, da werden wir jetzt nicht jederzeit telefonieren können, aber ein kleines Geschenk auf uns. Ich glaube, wir werden uns auch nächstes Jahr noch sehen. Erinnern Sie sich? Ja. Da waren wir hier unten und sagten, ja, ich muss das hören. Jemand hat mir gesagt, es gibt eine Chile, die hier was machen will. Ja, erzählen Sie, was ist das? Ja, das ist es. Haben Sie mir geglaubt? Ja. Herzlichen Dank, kurze prägnante Übergabe. Das ist so. Vielen Dank. Gerne. Räume halten meinen Ehren. Müssen natürlich auch da noch ein bisschen nachsteuern. Aber das kriegen wir alles hin. Ich sehe da ganz hoffnungsvoll in die Zukunft. Es wird eine echte Bereicherung für alle werden. Alles gut. Jetzt kann geschnitten werden. Zwei und drei. Sehr schön. Jetzt. Das ist ja mal ein Kabel, den machen wir. So, die zweite Coworking ist wo? Ist jetzt das, ich glaube, das ist ein Traumwille 500er. Das ist das war mal Euro oder wirklich. Ich zu Hause habe 300 so und so viel. Was ankommt? 1000er bei Bruder.